Fragen im Buchladen, könnte man ja auch tun. Was rede ich hier eigentlich? Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu meinen Neuzugängen der letzten Monate. Ich hatte Geburtstag, habe also Bücher geschenkt bekommen. Ich war in einem Antiquariat zusammen mit anderen bücherverrückten Menschen, genauso wie bei Hugendubel. Es hat sich hier einfach einiges angesammelt und was das ist, zeige ich dir jetzt. Mr. Pierdews Sammlung der verlorenen Dinge ist ein Buch, auf was ich schon sehr, sehr lange scharf bin. Deswegen war ich umso glücklicher, es für, ich glaube, 3 € oder so in diesem Antiquariat kaufen zu können. Es geht da um diesen Mister, der eben verlorene Dinge sammelt und hofft, dass er damit ein lange gegebenes Versprechen einlösen kann. Falls du dieses Buch hast, das ist ziemlich genau der Klappentext. Hier steht auch noch, dass es ein Roman über verlorene Dinge und zweite Chancen ist, über einzelne Handschuhe, schönes Tegelschirr, begabte Nachbarin, unerwartete Freundschaften und zeitlose Liebe. Ich bin sehr gespannt darauf. Sag mir gerne, ob du es schon gelesen hast. Mein Kollege hat es schon gelesen und er fand es richtig, richtig schön. Also, Mr. Pierdew, ich bin dann ready for you. Dann habe ich mir ein Buch ertauscht. Ich habe ein anderes Buch dafür weggegeben und habe dieses bekommen. Mein Herz zwischen den Zeilen von Jodi Picoult und ihrer Tochter Samantha. Hier geht es darum, dass man sich vorstellen soll, dass Charaktere in Büchern ein Eigenleben entwickeln und zwischen diesem Buch Deckeln lauern. Und was passiert eigentlich, wenn ein Leser sich in einen Charakter verliebt oder andersrum und man sich dann eben treffen möchte, um sich kennenzulernen im echten Leben und nicht nur in dieser fiktiven Welt zwischen den Buchdeckeln. Ich fand, es hört sich mega an. Ich habe das schon, ich glaube, vor 2 Jahren oder so in meinem Buchladen gesehen, war zu geizig, es für den vollen Preis zu kaufen und habe es mir jetzt ertauscht. Sie selbst fand dieses Buch nicht so toll. Vielleicht kann es mich begeistern, wir werden es sehen. Noch ein Buch, was ich in diesem Antiquariat gekauft habe, ist endgültig von Andreas Pflüger. Ich muss zugeben, dass mich vor allem dieser gelbe Buchschnitt angesprochen hat. Hier geht es um Erin, die bei einer Eliteeinheit der Polizei gearbeitet hat, bis sie bei einem Unfall ihr Augenlicht verliert. Und sie dachte immer, das ist der schlimmste Tag ihres Lebens. Aber sie irrt sich, denn der schlimmste Tag ihres Lebens ist heute. So steht es im Klappentext. Es wird hier unter anderem geschrieben, dass dieses hier besser als Bond sein soll, dass es so etwas noch nie gegeben hat. Unglaublich spannend, überraschend, schockierend, berührend, intelligent geschrieben. Ich bin sehr gespannt darauf. Irgendwie hatte ich Bock, mir mal wieder so einen Thriller zu holen. Ja, und dann ist mein Gierherz richtig hochgeschlagen, als es hier auch noch so schick aussah. Naja, was soll ich sagen? Ich habe es mitgenommen. Noch ein Buch aus dem Antiquariat ist nicht nur ein Liebesroman von Emma Mills, wo es darum geht, dass Sloane, ein 17-jähriges Mädchen, umziehen muss und dort neue Freunde findet, merkt, dass sie sich ihm gegenüber öffnen kann. Ich denke, dass da auch noch eine Liebesgeschichte und so eine Freundschaftsgeschichte mit reinspielen wird. Fand ich irgendwie zuckersüß, also hat sich toll angehört. Und da mein Kitschherz ja inzwischen angefangen hat zu schlagen, dachte ich, kann es nicht schaden, noch so eine Freundschafts-Liebesgeschichte hier rumliegen zu haben. Ein Buch, was ich von einer lieben Freundin zum Geburtstag bekommen habe, ist Das Versprechen des Opals von Tamara McKinley, wo es um Miriam geht, die in ihrem Schmuckdöschen einen Opal wiederfindet und sich daran erinnert, wie toll es war, damals mit ihren Eltern durch die Gegend zu ziehen, weil ihr Vater nämlich Opalsucher war. Leider ist er bei einem Unfall offenbar nicht wieder zurückgekommen. Deswegen ist Miriam mit ihrer Mutter alleine geblieben. Und sie meinte, es ist eine wunderschöne Geschichte, die auch spannend ist, die sich um Familie dreht, um Liebe, um Hoffnung, um Zuversicht. Wenn mich mal wieder, ja, das Fieber packt und ich mal wieder so ein Australienbuch brauche, einfach für die Seele, weil es einem danach nämlich gut geht, dann werde ich dieses Buch lesen. Ein Buch, was mir gleich von mehreren Seiten empfohlen wurde, ist Die Teerose von Jennifer Donnelly, wo es um eine junge Frau geht, die in einer Teepackfabrik arbeitet. Ihr Vater kommt ums Leben und sie muss daraufhin ihre Heimat verlassen und baut sich woanders ein neues Leben auf. Sie verlässt auch ihren Verlobten, also sie lässt alles hinter sich, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Und laut Kloppentext schafft sie es dann, ziemlich an die Spitze eines Tee-Imperiums zu kommen. Und irgendwann denkt sie, gut, ich muss jetzt aber trotzdem mich meiner Vergangenheit stellen und schauen, was ist mit meinem Vater passiert, was ist aus meinem Verlobten geworden, beziehungsweise Ex-Verlobten. Und diese Geschichte soll so berührend sein, super spannend und freue ich mich drauf. Ist ein ziemlicher Schinken, ist auch relativ kleine Schrift, also ich glaube, man braucht ein Weilchen dafür. Aber es soll so toll sein, dass ich nicht widerstehen konnte, es zu kaufen. Ein Buch, was ich mir schon längst kaufen wollte, wirklich schon am Erscheinungstag, ist Die Götter von Asgard von Lisa Grimm. Denn Lisa Grimm ist Jennifer Jäger. Falls du schon ein paar meiner Videos gesehen hast, weißt du, dass Jennifer Jäger der Grund ist, warum ich überhaupt diese Videos mache. Denn sie hat mir damals so in den Arsch getreten, dass ich einfach ein Video mache und es hochlade. Und ich danke ihr bis heute dafür und könnte mir selbst in den Arsch treten, dass ich ihr Buch immer noch nicht gelesen habe.
Es soll super toll sein. Es geht darum, dass es eine alte Prophezeiung über den Untergang von Asgard gibt und dass die Person, die anscheinend in dieser Prophezeiung vorkommt, daran halt eigentlich nicht wirklich glaubt. Ob sie es glauben will oder nicht, sie ist auf jeden Fall Teil dieser Geschichte und muss sich zwangsläufig damit auseinandersetzen und auch checken, dass diese Dinge, von denen ihr eine andere Person erzählt, von Göttern und Co., wahr sind. Und was dann passiert, erfährt man in diesem Buch. Das hat mir eine andere liebe Freundin zum Geburtstag geschenkt und ich werde es im August lesen. Ich lege es auf meinen Ich-möchte-es-im-August-lesen-Stapel. Noch ein Buch, was ich bekommen habe, ist der zweite Teil von Throne of Glass. Ich habe den ersten noch nicht gelesen, deswegen kann ich hier zur Geschichte nichts sagen. Aber ich wette, wenn ich den ersten lese, dann lese ich sofort den zweiten, dann will ich den dritten und so weiter. So ist es bei Sarah J. Maas ja normalerweise. Ich habe so viel Gutes gehört und genau deswegen sträube ich mich bisher so davor, diese Reihe anzufangen, weil ich so Angst habe, dass ich sie nicht mag. Kennst du das? Das ist klar, wenn ich sie nicht mag, dann lese ich sie halt nicht weiter, ist ja gar kein Problem. Aber ich habe so hohe Erwartungen jetzt daran. Das ist so dumm, ne? Weil es ist ja wurscht. Wenn ich es blöd finde, dann lese ich es halt nicht weiter. Aber ich will so gerne, dass ich es mag und the struggle is real. Kennst du das? Bitte sag mir, dass du das auch kennst. Dann habe ich mir A Court of Frost and Starlight von Sarah J. Maas gekauft, was quasi nach der Das Reich der Sieben Höfe-Reihe spielt. Das sind eher so kleine Kurzgeschichten wohl und viele sagen, es eignet sich eigentlich perfekt für den Winter. Deswegen werde ich auch bis zum Winter warten, es zu lesen, denke ich mal. Ja, kann ich auch nichts zu sagen, ohne dich zu spoilern, spielt auf jeden Fall nach dieser Trilogie. Ein Buch, was hier schon viel zu lange liegt, dafür, dass ich es sofort am Erscheinungstag gekauft habe, ist Palace of Silk von C.E. Bernard. Das ist der zweite Teil von Palace of Glass, wo es um Rhea geht, die, wenn sie Menschen berührt, die Gefühle und Gedanken des anderen Menschen spüren und manipulieren kann. Sie wird als Leibwächterin des Kronprinzen eingestellt, weil die Leute merken, okay, irgendwie hat sie es voll drauf zu kämpfen und hat seitdem Angst, dass diese Gabe entdeckt wird. Im zweiten Teil geht es weiter. Auch hier sage ich nichts, keine Sorge, es ist auch nichts gespoilert von dem, was ich dir eben verraten habe über den ersten Teil. Inzwischen ist sogar der dritte Teil draußen und ich habe trotzdem den zweiten noch nicht gelesen. Ich weiß nicht wieso, auch da sträube ich mich irgendwie, obwohl es eigentlich was ist, worauf ich mich so mega gefreut habe. Aber irgendwie ist mein Leseverhalten in letzter Zeit ein bisschen gestört, glaube ich. Darüber werde ich in einem anderen Video nochmal was sagen, aber dieses Buch wartet auf jeden Fall noch auf mich. Ava hat mir zum Geburtstag Der Kuss der Lüge geschenkt und da geht es um Lya, die Königstochter von Morrigan. Ich muss hier kurz schon wieder schmummeln. Jedenfalls entflieht sie an ihrem Hochzeitstag diesem goldenen Käfig, in dem sie lebt, denn sie möchte einfach nicht irgendwen heiraten. Als sie auf der Flucht ist, trifft sie aber durch Zufall genau auf die beiden Leute, die dafür da sind, sie wieder einzufangen. Und der eine ist halt genau der, den sie heiraten soll. Und sie weiß gar nicht, dass sie dann so in Gefahr ist. Dieses Buch wurde von so vielen so, so sehr gehypt. Und ich war immer zu geizig, es mir selbst zu kaufen. Und dann hat Ava es mir geschenkt. Und ich habe es noch nicht gelesen. Es ist der erste Teil, wie du dir denken kannst. Steht hier wenigstens mal schön drauf. Also ich weiß nicht, ob du das gerade hier sehen kannst. Da, normalerweise steht es ja nirgendwo drauf und man denkt immer, es ist der erste Teil, es ist der zweite Teil, wie ist die Reihenfolge, dann muss man es googeln, dann hat man meistens keinen guten Empfang oder man muss halt einfach mal nachfragen im Buchladen, könnte man ja auch tun. Was rede ich hier eigentlich? Naja, sag mir gerne, ob du das Buch schon gelesen hast und ob du zu denen gehörst, die es hypen oder zu denen gehörst, die es hassen. Teil 2 und Teil 3 von These Broken Stars habe ich richtig billig ergattert. Also wirklich so preiswert, da konnte ich nicht nein sagen. Ich glaube 4,99 pro Buch, wo eben diese Trilogie weitergeht. Den ersten Teil habe ich hier vor 100 Jahren gelesen. Bin ich mega gespannt drauf. Soll ja richtig, richtig gut sein. Vor allem der dritte soll ja so gut sein. Dann hat Melli von Melanie Liest Bücher aussortiert und ich habe dieses hier bekommen. Also du merkst, ich bin eigentlich voll der Schmarotzer. Krieg Sachen geschenkt oder krieg sie irgendwie ertauscht oder einfach so. Schweig still, süßer Mund von Janet Clark, wo es um Jana und Ella geht. Und Ella verschwindet einfach so. Und die Polizei denkt, sie ist einfach abgehauen. Und Jana sagt, nee, auf gar keinen Fall, so ist sie nicht. Und macht sich dann selbst auf die Suche nach ihrer Freundin. Und dort erfährt sie so ein paar Dinge bei der Suche, die sie ziemlich an der Freundschaft zu ihrer Freundin zweifeln lässt. Lassen. Oh, okay, ich habe den Satz doch noch irgendwie beendet. Wie sollte es anders sein? Sie begibt sich in große Gefahr. Es hat sich für mich einfach nach so einem tollen Jugendthriller angehört. Ich fand, das sieht einfach süß aus, so. Guck mal, ist doch irgendwie niedlich. Ja, hat mir Melli geschenkt und mal schauen. Auch Love Letters to the Dead habe ich ziemlich günstig gekauft. Für 4,99 gab es das, glaube ich, bei Hugendubel.
wo ein Mädchen Briefe an verstorbene Persönlichkeiten schreibt. Sei es jemand, den sie wirklich kennt oder eben auch Stars wie Kurt Cobain, Amy Winehouse und Co. Und sie merkt ziemlich schnell, dass die Toten sie scheinbar besser verstehen als die Lebenden. Ihre Schwester ist viel zu früh gestorben und auch dieser schreibt sie einen Brief und sie verarbeitet quasi diesen Tod mit den Briefen und erst dann findet sie wohl einen Weg zurück ins Leben. So entnehme ich es zumindest dem Klappentext. Über dieses Buch streiten sich die Leute. Ich kenne viele, die es wirklich super, super schön fanden. Ich kenne aber auch einige, die es irgendwie sehr enttäuschend fanden. Ich wollte mir selber ein Bild, eine Meinung bilden, ein Bild darüber machen. Bring den Satz so zu Ende, wie du willst. Ich bin anscheinend heute nicht in der Lage dazu. Jedenfalls wollte ich mir selber ein Bild darüber machen und habe deswegen für 4,99 € mit meinem Hugendubel-Gutschein zugeschlagen. Ein Buch, was mir von meiner lieben Freundin Niki ausgeliehen wurde, ist Brave von Rose McGowan. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ist eine Schauspielerin, eine sehr bekannte, die unter anderem auch bei Charmed mitgespielt hat. Und sie schreibt in diesem Buch, was ist jetzt los? Jetzt kann ich nicht mal mehr Buch aussprechen oder was. Schon echt blöd, wenn man einen Kanal über Bücher hat. Vor allem, wenn es um so ein ernstes Thema geht. Es geht nämlich darum, dass Rose McGowan offenbart, was sie in ihrer ganzen Hollywood-Vergangenheit alles, was ihr alles passiert ist. Da sind wirklich schlimme Dinge passiert und sie möchte aber, dass man damit mutig und selbstbewusst umgeht und auch sagt, mir sind Dinge passiert, die sind nicht in Ordnung, einfach um die Schuldigen auch zur Rechenschaft zu ziehen. Meine Freundin meinte, dass dieses Buch ihr richtig nahe ging, dass es richtig krass war, was alles passiert ist und vor allem, dass der Schreibstil einen so fesselt und man überhaupt nicht glauben kann, was man da liest. Deswegen hat sie es mir ausgeliehen, denn wir tauschen immer gegenseitig unsere Bücher aus und ich bin sehr, sehr gespannt. Sie macht hier auch immer, ich weiß nicht, ob du das liest, aber sie macht immer so Knickereien für Stellen, die sie besonders gut fand. Manchmal auch als so eine Art Lesezeichen. Ich bin mal gespannt, ob ich da Dinge entdecke, die sie besonders gut fand und bin sehr gespannt darauf. An meinem Geburtstag gab es natürlich auch wieder Harry Potter Kram, ist ja ganz klar. Unter anderem Die dunklen Künste, dieses Buch. Das hat mir meine Brieffreundin Lisa geschenkt. Und da sind, so wie in diesem anderen Buch, was ich schon mal gezeigt habe, das ist so ein bisschen interaktiv, also da sind so richtig tolle Sachen drin. Irgendwelche Karten, die man ausklappen kann oder so. Ganz, ganz schön für so Harry Potter Fans. Es ist halt zu den Filmen was, also da sind Filmbilder mit drin. Ja, irgendwie einfach nur richtig schön, das passt perfekt auf meinen Harry Potter Altar. Und dann habe ich noch Teil 2 und Teil 3 der illustrierten Harry Potter Ausgaben bekommen. Es ist so unglaublich schwer, es ist gerade, als würde ich Sport machen. Diese illustrierten Ausgaben sind einfach so schön. Es ist jetzt halt nichts, was du irgendwie in deiner Handtasche unbedingt mitschleppen solltest, wenn du Bahn fährst und da lesen willst. Aber für zu Hause oder wenn man mal Kinder hat und sie in diese ganze Harry Potter Welt einführen will, ist es wirklich was Schönes. Und ich finde es echt toll, dass es die gibt. So, die anderen Bücher, die ich neu hatte, habe ich schon gelesen und sie dir schon gezeigt. Deswegen kommen sie in diesem Video nicht vor. Mich würde wie immer interessieren, ob du eins oder mehrere dieser Bücher schon gelesen hast. Wenn ja, sag mir gerne, wie du sie fandest, was ich vielleicht zuerst lesen soll. Ich sitze hier dauernd und priorisiere sie anders und denke mir, das willst du zuerst. Und nein, jetzt willst du unbedingt das. Ach, naja, the struggle is real. Wem erzähle ich's? Du kennst das bestimmt selber. Ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht. Du konntest irgendwas für dich mitnehmen. Ich meine, ich kann dir ja noch nichts empfehlen, weil ich sie noch nicht gelesen habe. Aber vielleicht kannst du mir etwas empfehlen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao.